Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute zeige ich dir mal, wie du Gesang noch besser in ein fertiges Playback einpassen kannst. Los geht's! Tag und schön, dass du eingeschaltet hast zum heutigen Quick-Tipp und heute soll es wie gesagt darum gehen, Gesang in ein fertiges Playback einzupassen. Ich habe neulich eine Mail bekommen, wo mich jemand gefragt hat, ob ich nicht in ein fertiges EDM-Playback seinen Gesang einpassen kann und ich habe es versucht, ich habe es auch geschafft. Das einzige Problem, was ich hatte, war, als ich soweit fertig war, dass der Gesang, wenn ich ihn 1 oder 2 dB lauter geschoben habe, dass er irgendwie gefühlt zu weit vor dem Playback stand und wenn ich ihn diese 1-2 dB zurückgenommen habe, dann drohte er in diesem dichten Arrangement zu ersaufen. War also nicht ganz so gut zu verstehen. Also galt es irgendwie herauszufinden, wie ich es hinkriege, dass die Vocals eingebettet sind quasi ins Playback. Und ich habe einen schönen Trick gefunden, wie wir es machen können und wie das genau geklappt hat, das zeige ich dir jetzt mal direkt im Mix. Los geht's. So, da sind wir in der Session. Der gute Carlos Bohne hatte mir, wie gesagt, diesen Song zugeschickt. Schwerelos heißt er. Und das ist ein ziemlich fettes EDM-Playback. Electronic Dance Music sagt man dazu, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, was diese verschiedenen Stile angeht, aber ich hoffe, dass ich dem Carlos damit nicht auf die Füße getreten bin. Und das hier ist der Stand, den mir Carlos zugeschickt hat, wo er gebeten hat, dass ich seine Vocals bitte mal einpflege. Quasi in den Song. Los geht's. Genug Getränke, packen beide an. Schalten das Herz an, brauchen kein Verstand. Lassen uns treiben, schwimmen mit dem Strom. Ziemlich fetter Song, aber natürlich die Vocals komplett unbearbeitet. Natürlich klingen sie dann auch nicht so, wie sie eigentlich sollten. Ich habe mich dann mal rangesetzt und habe hier eine ganze Menge an Bearbeitungen vorgenommen. Ihr seht es, ich habe hier alles noch ausgemacht. Ich habe hier 2 Equalizer, einen De-Esser, 2 Kompressoren, Limiter, Delay und jede Menge weitere Effekte hier auf den Bussen verteilt. Und ich kann mal kurz nur um den Einblick zu geben, zeigen, was ich hier gemacht habe oder wie sie sich ausgewirkt haben. Ich mache mal nur die Vocals auf Solo, dann hört ihr, ich schalte mal Stück für Stück die Plugins dazu und die Busse und dann könnt ihr hören, was ich gemacht habe. Genug gepennt, wir packen's beide an. Schalten das Herz an, brauchen kein Verstand. Lassen uns treiben, schwimmen mit dem Strom. Lassen uns fallen und fühlen uns schwerelos. Genug gepennt, wir packen's beide an. Ne, ist also ziemlich nass geworden, die Vocals, aber bei so einem fetten Dance-Track fällt das quasi nicht auf. Das heißt, man muss auf jeden Fall ein schönes Surrounding, eine schöne Umgebung schaffen für die Vocals, damit sie sich schön einpassen, genau, das ist das richtige Wort, in diese Vocals. Und mit dem Track zusammen klingt das dann so, wenn ich es fertig gemacht habe. Genug gepennt, wir packen's beide an. Also passte schon ganz gut soweit. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass die Vocals halt, wenn ich sie ein kleines bisschen lauter gemacht habe, zu weit vor dem Backing, also vor dem Playback standen und wenn ich sie ein bisschen leiser gemacht habe, dass sie gefühlt ein bisschen zu weit drin waren, das heißt also weniger gut verständlich waren. Und ich habe mir eine schöne Lösung einfallen lassen, wie man es machen kann, nämlich eigentlich hätte ich mit einem Multiband-Kompressor arbeiten müssen, der Sidechain-fähig ist, also der sich durch ein anderes Signal steuern lässt, in dem Fall durch die Vocals. Bei Logic ist aber kein Multiband-Kompressor dabei, der Sidechain-fähig ist. Also habe ich gedacht, muss ich ein bisschen anders vorgehen. Und der ein oder andere hat das Vorgehen schon mal gesehen und ahnt es vielleicht schon, aber ich zeige es einfach nochmal. Ich habe einfach die Playback-Spur genommen und habe sie dupliziert. Und das Verfahren funktioniert natürlich mit jedem anderen, mit jeder anderen DAW auch. Also das, was ich jetzt hier mache, zeigt den Weg dahin, wie ich es gemacht habe. Und ihr könnt das sicherlich auch in anderen DAWs umsetzen. Also ich habe die Playback-Spur hier nochmal um eine weitere Spur erweitert. Und die erste Playback-Spur, die nenne ich jetzt mal Low. Und die zweite Playback-Spur nenne ich erstmal High. Und dann kopiere ich das Playback hier nochmal einmal runter, so dass ich jetzt im Prinzip 2 identische Spuren habe und lade jetzt hier einen Equalizer rein. Bei Logic nehme ich mal den Linear Phase EQ, der arbeitet an den Abbruchkanten ein kleines bisschen sauberer und vor allem phasenkohärent. Das heißt, wenn ich jetzt das mache, was ich jetzt hier mache, ist er ein bisschen sauberer in der Arbeit und produziert keine Spezialartefakte. Wenn ihr genau wissen wollt, wie ein linear phasengetreuer Equalizer arbeitet, dann schreibt es mir mal unten rein in die Kommentare. Vielleicht kann ich mal was dazu machen und erklären, wo der Unterschied zu einem normalen Equalizer ist. So, also bei Playback Low habe ich dann hier einfach den High Cut genommen und den auf 24 Dezibel pro Oktave gestellt und lasse den bei 100 und sagen wir mal 50 Hertz greifen. Und das gleiche mache ich jetzt bei dem Playback High Kanal
und lasse da aber nicht den High-Cut arbeiten, sondern umgekehrt, nämlich den Low-Cut. Und den setze ich bei 150 Hertz auch an, auch mit 24 Dezibel Flankensteilheit pro Oktave, sodass ich jetzt im Prinzip zwei Spuren habe. Auf der Low-Spur ist alles bis 150 Hertz und auf der High-Spur ist alles ab 150 Hertz. Damit habe ich mir jetzt im Prinzip zwei verschiedene Spuren gemacht. Und warum ich das gemacht habe, erkläre ich dir jetzt, weil das Problem ist, ich wollte, dass das Playback ein kleines bisschen leiser wird, wenn gesungen wird. Das heißt, ich muss einen Kompressor dafür benutzen, und zwar einen Sidechain-fähigen Kompressor. Einen Kompressor, der sich steuern lässt, das mache ich mal hier gerade, Dynamics, einen Kompressor, der sich steuern lässt durch das Signal. Hier oben bei Sidechain kann ich das einstellen von meinen Vocals. Und dann nehmen wir jetzt mal die Vocals bearbeitet. Das ist die Spur hier unten, da wo meine ganzen Plugins und so weiter drin sind. Und die Spur steuert jetzt quasi den Kompressor. Das heißt, immer wenn Carlos oder derjenige, der es für ihn gesungen hat, singt, dann wird das Signal auf dieser Spur ein kleines bisschen leiser gemacht, nämlich komprimiert. Und das stellen wir mal passend ein. Ich stelle mal hier die Attack-Zeit relativ lahm auf 5 Millisekunden und die Release-Zeit relativ zügig auf 10 Millisekunden. Auto machen wir beides aus. Und ich stelle jetzt beim Anhören, stelle ich jetzt mal die Kompression so ein. Machen wir 2 zu 1, ist mir zu viel. 1 zu 4 machen, 1,4 zu 1 machen wir mal. Ich stelle die Kompression jetzt so ein, dass er so maximal 1 bis 2 Dezibel nur das Playback in der Lautstärke reduziert. Aber wirklich nur 1 bis 2 Dezibel, weil sonst wird es sofort hörbar und dann ist der Effekt hin. Also dann ist es wahrnehmbar, was passiert, und dann fügen sich die Vocals wiederum nicht so schön ein ins Playback. Wir schauen mal, wie ich den Threshold jetzt einstellen muss. Wahrscheinlich muss ich den, ich stelle mal auf 0 und dann fahre ich den mal langsam zurück. So, das wäre jetzt ungefähr das, wie ich es machen würde. Das heißt, die Vocals sorgen dafür, dass die Playback-High-Spur, auf der ich den Kompressor reingeladen habe, jetzt ganz leicht reduziert wird. Du wirst dich jetzt fragen, warum habe ich denn überhaupt dieses Hackmack mit den beiden Kanälen gemacht, also mit dem Playback-Low, mit Playback-High. Ganz einfach, ich wollte eben nicht, dass der Bassbereich, der untere Bereich, auch reduziert wird in der Lautstärke, wenn ein Gesang da ist. Das heißt, der Bassbereich ist völlig unbearbeitet. Ich nehme den Kompressor mal zur Seite. Ihr seht es hier, da ist ja nur der Equalizer drin, der die beiden Signale voneinander trennt. Das heißt, der Bassbereich läuft völlig unkomprimiert, einfach stumpf weiter und treibt den Beat nach vorne. Und der High-Bereich hier oberhalb von 150 Hertz wird dann quasi in der Lautstärke ein bisschen reduziert. So schaffe ich es, dass sich der Gesang genau dann, wenn gesungen wird, ein kleines bisschen besser einfügt. Und wir hören mal den Unterschied. Ihr müsst jetzt genau hinhören. Das ist natürlich subtil. Das kann auch gar nicht sehr deutlich sein. Das darf auch nicht deutlich sein, weil sonst wäre der Effekt, wie gesagt, hin. Aber ich schalte den Kompressor mal aus und danach schalte ich ihn mal dazu. Und ihr hört sofort, dass die Vocals sich ein kleines bisschen besser vom Mix absetzen und ein kleines bisschen davor stehen, ohne jetzt den Mix insgesamt zu verschlucken oder vom Mix verschluckt zu werden. Los geht's. Genug gepennt, wir packen es beide an. Schalten das Herz an, brauchen keinen Verstand. Lassen uns treiben, schwimmen mit dem Strom. Lassen uns fallen und fühlen uns schwerelos. Genug gepennt, wir packen. Also ich finde es ist halt wirklich subtil, aber es sorgt dafür, dass sich die Vocals einfach noch ein kleines bisschen besser in das Playback einfügen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Das war dir nicht zu subtil, dieser Effekt. Und wenn du Fragen hast, wie ich die ganzen anderen Spuren bearbeitet habe, wenn dich das interessiert vielleicht, wie ich diese Vocals komplett eingepasst habe, das heißt also welche, was ich auf den Bussen gemacht habe und so weiter, schreib es mir unten gerne in die Kommentare rein, dann mache ich mal ein etwas längeres Video dazu. Und wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou.